Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Michelle und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zum dritten Tag der Last-Minute-Osterreihe. Ich muss das Video leider nachvertonen, weil die Tonqualität bei der Aufnahme nicht wirklich zufriedenstellend war. Aber wir machen heute diese Karte und das ist mein absolutes Lieblingsmodell. Ich finde das Inkblending und die Mohnwiese, die ja natürlich durch jede andere Wiese, Wiesenstempel ersetzen oder Blumenstempel ersetzen können, einfach fantastisch. Ich liebe diese Karte und man kann so viel draus machen. Ich werde euch noch so viele Beispiele am Ende zeigen. Ich freue mich total, euch das Modell jetzt als Anleitung zu zeigen. Die Maße findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ich schneide mir hier zuerst das Papier zurecht, das wir als Aufleger verwenden und auf dem wir das Inkblending machen. Ich mache jetzt hier drei Aufleger. Ihr werdet nachher sehen, weshalb. Ich zeige euch nur eine Karte, aber ja, wir brauchen drei Aufleger, damit ich euch weitere Möglichkeiten zeigen kann. Und dann habe ich mich für die Farben Marineblau, Petrol und Bermuda-Blau entschieden. Ihr könnt natürlich gucken, welche Farben euch gefallen, aber das war die Kombination, die euch im Livestream am besten gefallen hat und mit der ich noch so viele Ideen habe für weitere Karten, auch außerhalb von Ostern. Ich fange persönlich am liebsten mit der dunkelsten Farbe an, habe ein Stück Papier, damit ich keine Fingerabdrücke auf das restliche Papier mache und dann nehme ich Farbe auf, stupfe die so ein bisschen auf der Glasplatte ab und massiere das nochmal in den Schwamm ein und dann trage ich das auf mein Papier auf. So ungefähr ein Drittel bis ein Viertel von der Karte und dann gehe ich mit der zweiten Farbe rein und versuche erstmal den Übergang hinzubekommen. Wenn ich da genug Farbe aufgetragen habe, gehe ich mit dem Rest von der dunkleren Farbe, was noch am Schwamm ist, nochmal rein und mache das so lange, bis mir der Übergang gefällt. Und dann ziehe ich die Farbe noch ein Stückchen weiter hoch, damit ich dann mit der dritten Farbe das Ganze bis nach oben ausblenden kann. Passt auf, dass ihr euer Papier nicht so hinlegt, dass ihr eine dunklere Farbe mit einmischt. Das ist mir da kurzzeitig passiert. Ich finde so eine Glasmatte oder eine poröse Unterlage am besten, da geht das Blenden auch gerade von außen am einfachsten. Ihr könnt natürlich wie immer jede Stempelkissenart nehmen, die euch gefällt. Und das Ganze wiederhole ich dann nochmal. Das muss ich euch jetzt nicht zeigen. Aber ganz wichtig ist das, was jetzt auf unserer Glasmatte ist. Das wird natürlich nicht einfach weggewischt, sondern daraus gestalten wir unseren dritten Hintergrund. Und ich habe so gemerkt, dass ich immer so zweimal Farbe auftragen muss auf ein Papier, um genug Farbe zu haben für so einen Hintergrund. Dabei trage ich erst eine Lake auf und dann eine zweite. Wenn euch das dann immer noch nicht gefällt, könnt ihr auch ein drittes Mal reingehen. Ihr könntet sogar den Rest nehmen noch für eine weitere Karte. Ich habe es mal weggewischt. Dann habe ich hier meinen Stempel und zwar die schöne Mohnwiese aus dem Stempelset Painted Poppies. Ich liebe diesen Stempel. Eigentlich wollte ich was komplett Schwarzes haben. Die Idee mit dem Inkblending in der Form habe ich bei Christina Warner gesehen und habe es dann aber mal wieder komplett abgewandelt. Also es sieht nicht mehr aus wie das, was ich dort als Idee gesehen habe. Und den stempel ich mir in Schwarz auf das Papier. Und weil dann natürlich noch so ein kleiner Sprenkel fehlt, den ich erst danach gemacht habe, weil ich ihn an der Stelle vergessen habe. Ich stempel erstmal meinen Spruch. Das ist wie auch bei den letzten beiden Karten das Frohe Ostern aus diesem Spruchset, was ich beim Woolworth gefunden habe. Und jetzt mache ich noch Sprenkel in den Hintergrund. Das könnt ihr auch gerne gleich am Anfang machen. Ich habe es einfach an der Stelle vergessen. Ihr braucht dann nichts abtupfen, lasst es einfach trocknen und ihr bekommt einen richtig schönen Effekt auf eurer Karte. Dann machen wir uns an unserer Grundkarte. Das heißt, ich schneide mir mein Papier auf 10,5 mal, nicht 10,5, 14,5 mal 21 zu und falze es bei 10,5 cm.
Und dann wird es einfach einmal in der Mitte gefalzt und glatt gestrichen mit dem Falzbein. Dann habe ich hier mein Motivpapier. Ich glaube, ich habe es auf 10x14 zugeschnitten. Ich muss es nochmal nachmessen. Aber die Maße findet ihr ja wie immer unten in der Infobox. Das ist so das Problem, wenn man bastelt und so viel bastelt, dass man die Maße gleich wieder vergessen hat. Und hier schneide ich noch die Mattung für den Aufleger zu, den wir gerade gestaltet haben. Wenn ihr mal so Reste in eurer Schneidemaschine habt, empfehle ich euch einfach eine Prickelnadel zu nehmen. Damit könnt ihr das richtig gut wieder rausholen. Und damit können wir die Karte auch schon zusammensetzen. Ich nehme zuerst 2 mm Formpads und setze damit mein Motivpapier auf die Karte. Dann nehme ich mir Flüssigkleber, um unser gestalteten Aufleger auf das weiße Papier zu setzen. Und diesen setze ich dann wiederum mit 1 mm 3D-Formpads auf. Ihr könnt in den Höhen dann natürlich variieren. Ich musste hier auch nochmal ein bisschen nachschneiden, damit der Rand gleichmäßig ist. Dafür macht sich so ein kleiner Hebelschneider immer sehr gut, kann ich euch nur empfehlen. Den setze ich jetzt nach oben. Ihr könnt den natürlich hinsetzen, wo ihr wollt. Ihr seht es gleich bei den ganzen Beispielen, die ich gestaltet habe. Da gibt es so, so viele Möglichkeiten. Ich habe wirklich also mit diesem Motiv gebastelt wie eine Wahnsinnige. Ihr werdet jetzt den Rest des Videos nur noch Beispiele sehen. Vieles für Ostern, hier die rosane Variante. Absolut einer meiner Favoriten. Ihr könnt auch ohne Motivpapier arbeiten und mit einem schwarzen Hintergrund für den Aufleger. Ihr könnt das Ganze im Querformat machen und den Spruch auf das Motivpapier setzen und nicht auf den Aufleger. Ihr könnt ganz weiß nehmen mit anderen Farben. Ich habe auch mal einen anderen Spruch verwendet. Ist nicht so ganz gerade geworden, aber was ist schon gerade? Hier das Ganze nochmal mit einem weißen Aufleger. Also ihr seht auch einfach den Unterschied, den schwarz oder weiß als Aufleger ausmacht. Dann habe ich das ganze Querformat nochmal ohne Motivpapier gemacht. Dann habe ich einen anderen Stempel genommen aus einem Viva D Corset. Springtime heißt das. Und ich habe vor allen Dingen auch mal mit anderen Farben gearbeitet und im Hintergrund ein Embossing-Folder verwendet. Hier seht ihr mal so den klassischen Sonnenauf- bzw. Untergang. Hier ist die blaue Kombi, die einfach am besten aussieht, muss ich ja sagen. Hat so ein bisschen was fast von Polarlichtern. Und ihr seht, wie einfach man das auch halten kann. Hier habe ich jetzt den Hintergrund, den ich mit den Resten gestaltet habe. Also auch da kann man super Kartenaufleger draus machen. Nochmal eine lilane Variante. Das sind jetzt die Osterkarten. Ich habe aber auch noch einen Stapel für andere Anlässe gemacht. Da war noch die grüne Variante, auch die finde ich total cool. Band könnt ihr hier auch super kombinieren. Hier sind jetzt noch Beispiele für Grußkarten und ja, Karten einfach mal so, die ich gemacht habe. Also ihr seht, ihr könnt basteln bis zum geht nicht mehr mit dieser Technik. Ich bin total gespannt, was ihr daraus macht. Wie immer, schickt mir gerne Fotos per E-Mail oder verlinkt mich auf Instagram. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen. Abonniert gerne, gerne meinen Kanal. Morgen kommt die letzte Idee. Auch auf die freue ich mich schon sehr. Und hinterlasst mir gerne einen Kommentar, was ihr von der Technik haltet. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.